Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Jo, ich mache jetzt diesmal ohne Webcam, weil ich der Meinung bin oder glaube zu wissen, oder beziehungsweise weil ich glaube, dass einfach die Kamera schuld ist, dass sie sich immerfort aufhängt. Ich bin nach wie vor wahnsinnig nervös, was das Spiel hier betrifft. Und wir haben einen Schalterhammer gefunden. Das freut mich sehr besonders, aber den zweiten, da habe ich keinen Plan, wie ich den kriegen soll. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ja im Badezimmer und hier eventuell in der Cafeteria, dass da einer ist, aber da kommt man ja nicht drüber, ne? Man kommt unten nicht durch und oben nicht durch. Es ist ja komplett wurscht, was wir machen. Da haben wir keine Meter und da kommt gleich Specky wieder, zum tausendsten Mal. Das heißt, wir verstecken uns wieder hier. Fürs Erste. So, genau. Mit der Maustaste machen. Ich muss mich wieder umgewöhnen an diversen Steuerungen. Ich spiele einfach zu viele Spiele. So. Das heißt, den einen Hebel, ich hoffe, ich finde noch. Ich glaube, da war jetzt da gleich runter und dann gleich rechts. Dort war, glaube ich, der erste Hebel. Und wo der zweite ist, habe ich keinen Schimmer, sage ich ganz ehrlich. Ich probiere es jetzt einfach hier mal ohne Webcam. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Aufnehmen. Moment, ich muss kurz lauschen. Ja, ich glaube, er ist gerade da. Der Rascheltypi, der Specki. Ich höre kein Rascheln mehr. Was? Das jetzt gerade? Das hat es vorher aber nicht gegeben, glaube ich. So, mal kurz looken. Es könnte aber auch sein, dass sich dieser Bug durch Schleichen eventuell auslösen lässt. Habe ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, der kommt hierher, ne? Oh, oh. Oh Gott, was mache ich denn? Jetzt hat er mich gleich. Ich bin total falsch gelaufen. Ja, er hat mich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Hier so. Hoffentlich riecht er meinen Angstschweiß nicht. Ich sollte mal die Hände waschen. Puh. Ne? Ist er jetzt weg? Psst, jetzt sei laut! Alter! Irgendwo taucht er gleich wieder auf, da hat irgendwo seine Spawn-Geschichten. Da hinten, ne? Eine Batterie. Ah, jetzt geht er gerade wieder in den Raum rein. Das wäre unsere Chance. Das wäre unsere Chance. So, und lauf. Ich verstecke mich gerne hier.
der Hoffnung. Und am Tisch vielleicht. Huch. Ja, sag einmal. Du klumpert. Achso, geht eh. Irgendwie so unterm Tisch. Hat's jetzt gezählt? Ich hoffe. Ja, da kommt er schon angewatschelt. Der Specki. So. Also den ersten Hebel haben wir mal, aber ich habe keine Ahnung, wo der zweite ist. Jetzt schaut er mal alles durch, der Kerl. Na, kommt der jetzt schon bald? Letztes Mal hat er mich erwischt, als ich raus bin. Der fiese Hund. Ich höre nichts rascheln. Irgendjemand boltet hier rum, aber ich höre nichts rascheln. Steck mich mal vielleicht hier unterm Tisch. Irgendwie kommt er nicht, ne? Wenn ich dann bei der Tür raus will, dann kommt er wahrscheinlich. Schatz, kommt er. Tja, habe ich es ja fast gerochen. Ich gehe in den Gang rein. Alter. So, und jetzt stehe ich aber an. Jetzt kommt er hier lang wieder. Jetzt bin ich aber fertig mit meinem Latein, sage ich ganz ehrlich. Badezimmer da entlang. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier ins Badezimmer... Ah! Ach so, okay. Ist schon geklärt. Haha. Aha, okay. Na logisch. Durchschleichen einfach, okay. Ist da gerade jemand? Also ich meine, da ist jemand, ne? Ein Schlüssel. Aha. Aha, okay. Gut, das Wasser ist schon mal da. Ein Schlüssel. Irgendjemand von denen hat einen Schlüssel. Aha. Das ist interessant. No complaining now. We have to wash every little part. Ich hoffe, der Speck hier nicht durch kann. Warte mal kurz. Puh.
Ich gehe mal ein Stück zurück. Ich habe gerade Angst, dass er hier rauskommt. Schau. Ist sie wirklich so? Schauen, wo er hingeht. Geradeaus. Das könnte uns... Oh, scheiße. Ich bin nicht da. Jetzt geht er da wieder rein. Was ist das, scheiße. Sobald er bei der Tür raus ist, respawnt er. Da ist man dann so still und leise, als wenn er plötzlich verschwunden wäre. Gleich. Gut, er geht vorbei. Okay, und Wassermarsch. Das ist verkehrt. Da du weg musst. So, jetzt muss es einen Weg durch die Küche geben. Alter Schwede. So, hier müsste man nochmal kurz vor Specki sicher sein. Ich sehe gar nichts. Wow. Ey. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Ich habe vergessen. Oh je, ich habe vergessen zu schreiben, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Warte, das lässt sich vielleicht gerade kurz eruieren. 38, ich würde mal sagen, mach mal 40. Mach mal so. Dann haben wir 10 Minuten ungefähr. Ein bisschen mehr wahrscheinlich. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ah, da bin ich verkehrt, ne? Boah, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich da jetzt lang muss. Ich muss wieder in die Küche zurück, so viel ist sicher. Sehe ich was mit der Kamera? Ja, eigentlich schon. Da brauche ich sie nicht mehr. Hier war, glaube ich, die Küche, ne? Aha, da komme ich natürlich nicht drüber. Aber hier. Jetzt ist die Frage, ob ich vielleicht zuerst da rein sollte. Boah, Batterien und was zum Speichern und überhaupt. Ah, das ist schon kühl. Alter! Alter Fetzen, ey! Alter Fetzen! Puh.
Alter Schalter. Aha. Mein Herz. Aber es funktioniert. Es war tatsächlich offensichtlich wirklich die Kamera schuld, dass es hier so fürchterlich geleckt hat. Alter, mein Herz. Mein Herz geht gerade mit mir durch. Entschuldigung. Ich zittere gerade. Mein Herz gerade so... Ich habe mich gerade so erschrocken. Kann ich da rein? Nee, oder? No. Einen Weg nach draußen finden. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Mein Herz ist gerade stehen geblieben. Hier war der Lift. Oh mein Gott. Das ist sicher eine Falle. Da haben wir noch einen Ordner. Den schauen wir uns gleich an. Oh, alter Schwede. Oh, ich muss gerade Luft holen. M-Kultra-Programm. Zia Mori, Doc Nummer 140401, Seiten 159 Auszüge. An Akte betreff Sonderprojekt Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmungen und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Jo. Drittens, können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens, können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Siebzehntens, wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Jo, okay. Alter, alter, meine Nerven, die sind alle passi. Meine Nerven, die sind alle basi. La la la, la la la. Hier gibt es gar nichts. Oh, oh weh, wenn ich hier rausgehe, krieg ich wahrscheinlich. Suche Vater Martin. Dann werde ich wahrscheinlich sterben. Ja, und was soll der Kerl sein? Ist alles so finster. Da hinten hat jemand Licht. Ist er das? Es ist eigentlich gespeichert, ne? Was bitte? Suche Vater Martin. Ja, das ist so einfach, ne? Kann man hier hoch? Nö. Ich werde mich gleich wieder voll erschrecken, das weiß ich jetzt schon. Ah, schau mal. Noch ein Ordner. Was haben wir denn da? Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Prima. Ach Gottchen. Bitte lass mich hier rein dürfen. Nein, ich darf hier nicht rein.
da drüben vielleicht. Verkettet. Wie soll ich jetzt den Vater Martin bitte finden? Kalt ist auch so viel, ne? Der arme Kerl. Vater Martin. Da ist eine Tür. Was haben wir denn da? Ah, einen Schlüssel gefunden. Wartungsschuppen. Mhm. Haben wir denn? Ah, schau, eine Batterie. Wie schön. Die Lili blieb. Nur eine? Jo, besser eine als wie keine, ne? Laufen wir lieber ein Stück. Ah, da geht's falsch. Das war wieder falsch. Da muss ich hin darüber, ne? Hoffe ich halt. Ich sehe gar nichts mehr. Was ist jetzt? Was? Das geht nicht? Ja, und wo zum Teufel muss ich jetzt hin? Hm. Nehmen wir eine neue Batterie. Super, wo muss ich jetzt hin? Ich hab doch keine Ahnung. Kann man hier irgendwie rein? Nee. Hä? Da geht auch nichts. Boah, ich hasse sowas, echt. Willst du... Aha. Hier vielleicht? Ei! Okay, haben wir schon gefunden. Aber, zack, dann machen wir lieber zu. Das ist, glaube ich, sicherer. Und schon wieder stockfinster. Wahnsinn. Wohin? Dahin zuerst? Vielleicht finden wir noch eine Batterie an. Na, aber eine Tür. Wohin? Das ist gerade mein Herz, was er tut. Ich würde es verstehen. Was zum Teufel? Bitte, was war denn das gerade? Ein Geist? Bitte, hör auf. Ich überlebe das Spiel nicht. Keine Chance, glaube ich. Das Spiel überlebe ich nicht. Ein Eintrag. Warte mal, ein Eintrag. Warte, nicht das hier, sondern... Na nü, wie ging das denn noch schnell? Ah, hier. Notizen. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Bitte nicht. Warum immer ich? Ich hätte das Spiel nicht anfangen sollen. Na, echt, das ist echt zu viel für mich. Alter Schwede, das ist nur leicht. Das ist nur leicht. Ich will nicht einmal wissen, wie das auf schwer sein könnte. Oder auf normal. Also, ich meine, normal ist das. Leicht gibt es kein Leicht. Normal ist das. Normal. Normal ist das.
ich bin nicht normal, weil ich das spiele. Ich bin nicht normal. Ich habe einen an der Waffel. Kein vernünftiger Mensch sollte das hier spielen. Wenn ich nur wüsste, wo dieser Vater Martin ist, ne? Was mache ich jetzt hier auf dem Dach? Außer die Nerven wegschmeißen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das hier richtig war. Ob ich auf die Seite rauf muss und auf die andere Seite runter. Jetzt habe ich mal noch einen Part gespielt und kann schon eine Pause vertragen, ey. Doch, wir... Was? Warte mal. Wir haben schon einen Part. Echt? Das war jetzt so schnell? Okay, wir haben einen Part geschafft. Hurra! Alter, dann werden wir hier kurz mal beenden. Und den nächsten Part dann starten, ne? Was haben wir echt schon? Wirklich? Ist das jetzt echt schon ein Part gewesen? Ja, voll. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Meine Nerven. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!